Ich heiße alle Gäste in unserem Forum Gehen mit HSB auf das Herzlichste willkommen. Ich begrüße Sie gemeinsam mit Thilo zu unserem heutigen Webinar. Es ist uns eine große Ehre, dass die Achse uns mit in die Liste der Veranstaltungen zum Tag der seltenen Erkrankungen aufgenommen hat und somit unsere Arbeit auszeichnet. Es ist uns eine große Freude, dass Herr Dr. Beetz unser heutiges Webinar inhaltlich gestalten wird. Herr Dr. Beetz gehört bekanntlich in die Gruppe der hoch engagierten HSB-Forscher. Er ist seit einigen Jahren an der Universität zu Jena in der Verantwortung als Gruppenleiter des Bereichs funktionelle Neurogenetik. In diesem Aufgabenbereich arbeitet er an zahlreichen HSB-Projekten. Das macht er in seinem Team gemeinsam mit Forschern aus Ländern rund um den Globus. Er weiß es also sehr genau, was momentan weltweit in der HSP-Forschung läuft. Zudem ist er immer wieder mitverantwortlich für die Auswahl der Vortragsthemen und der Referenten beim jährlich stattfindenden Symposium der Tom-Walley-Stiftung. Ihr habt es sicherlich alle gelesen, welche Schwerpunkte Herr Dr. Beetz im heutigen Webinar gesetzt hat und aufgreifen wird. Ich bin mir sicher, dass er die richtigen Themen ausgewählt hat. Ich wünsche euch deshalb nun viel Interesse und große Freude bei unserem Webinar. Herr Dr. Beetz, wir freuen uns auf Sie. Seien Sie herzlich willkommen in unserer Interessengemeinschaft Gehen mit HSP. Herr Dr. Beetz, ich übergebe an Sie. Ja, also vielen Dank für die nette Einführung und nochmal einen schönen guten Morgen aus Jena. Wie Herr Kleinsorge schon nett ausgeführt hat, beschäftigen wir uns hier in Jena seit einigen Zeiten, seit mittlerweile mehr als 10 Jahren mit der HSP. Das geht auf Forschungsarbeiten des ehemaligen Institutsleiters Professor Teufel zurück. Wir haben in diesen vielen Jahren auch viele internationale Kontakte geknüpft, sodass wir, denke ich, einen ganz guten Überblick haben, was international im Moment so läuft. Und ja, ich bin froh, dass ich Ihnen das heute kurz vorstellen kann. Jetzt geht hier die Präsentation nicht weiter. Fange ich nochmal an. Okay. Also unter der Überschrift aktuelle Ansätze der internationalen HSP-Forschung würde ich gerne folgende Fragen adressieren. Zum einen, was ist HSP-Forschung überhaupt? Also was fällt hier drunter? Was machen Forscher so, die von sich behaupten, wir machen HSP-Forschung? Was sind die großen Ziele dabei? Also welche Fragestellungen werden adressiert? Wie kann man da überhaupt herangehen, methodisch? Aber vor allem möchte ich Ihnen das darstellen, wie man konzeptionell daran geht. Und dann natürlich, wie ist der aktuelle Stand in diesen einzelnen Forschungsfeldern? Ich wäre froh, wenn das am Ende dazu führt, dass Sie als Patienten wissenschaftliche Beiträge, die es sicher in großer Zahl auch in Zukunft geben wird, selber für sich ein bisschen einordnen bzw. beurteilen können. Wenn Sie also in Zukunft einen populärwissenschaftlichen Bericht oder vielleicht sogar auch eine englische Originalarbeit lesen, dass Sie sich dann vielleicht an dieses Webinar erinnern und sagen, okay, diese Arbeit gehört jetzt mehr in dieses Gebiet, hier wird dieser und dieser Ansatz verfolgt. Ja, dass Sie also mit dem, was die Forschung so auf Sie einwirken lässt, besser zurechtkommen. Das wäre mein Anliegen. Ja, und damit möchte ich auch ganz einfach beginnen. Wie Sie alle wissen, steht ja HSP für Hereditary Spastic Paraplegia, kommt also eigentlich aus dem Englischen. Sind drei Worte, die eigentlich auch schon drei Forschungsergebnisse kennzeichnen. Also übersetzt heißt das ja erbliche krampfartige Bewegungsbeeinträchtigung. Da wäre zum einen die Bewegungseinträchtigung an sich, also die Symptome, das, was eben
die Krankheit für Sie als Patienten klinisch ausmacht. Hinter diesem Spastik steckt eigentlich schon ein Forschungsergebnis, denn das sagt schon aus, dass es nicht die Muskeln sind, die hier primär geschädigt sind, was man ja durchaus denken könnte bei einer Bewegungsbeeinträchtigung, sondern dass es die Nervenzellen sind, die geschädigt sind. Und auch hinter dem erblich bzw. hereditary steckt schon Information, die ursprünglich mal die Forschung ergeben hat, dass es sich also hier um Defekte im Erbgut handelt und nicht, wie eigentlich bei den allermeisten anderen Erkrankungen, um umweltbedingte Defekte. Anhand dieser drei Wörter kann man auch ganz grob drei große HSP-Forschungsfelder definieren, um wieder von hinten hier anzufangen, eben die ganzen Symptome, unter denen der Patient leidet, zu erforschen. Das machen ja die Neurologen. Dann, um genau herauszukriegen, welche Nervenzellen denn betroffen sind, wann diese Nervenzellen betroffen sind, welche Teile dieser Nervenzellen von der Verkümmerung betroffen sind. Damit beschäftigen sich auch wieder Neurologen, aber eher auch Pathologen. Und ein ganz großes Forschungsfeld herauszubekommen, welche Defekte im Erbgut sind es denn, die die HSP verursachen. Diese Fragen werden hauptsächlich durch Genetiker bearbeitet. Ich möchte diese relativ gut voneinander abgrenzbaren und großen HSP-Forschungsfelder Ihnen ganz kurz vorstellen. Wie Sie aber in dem Vorbericht schon gelesen haben, werde ich das eigentlich trotzdem am Ende nur streifen. Wieder von hinten angefangen, könnte man das erste Forschungsfeld, Erforschung der Symptomatik, des Verlaufs und so weiter nennen. Wie gesagt, Neurologen beschäftigen sich damit. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel einer solchen Forschung kurz vorstellen. Vielleicht kennen Sie den Hintergrund hierzu, beziehungsweise sind selber schon Teil einer Untersuchung geworden, die darauf basiert. Das ist aus dem Jahr 2006 die Entwicklung der sogenannten Spastic Paraplegia Rating Scale von der Frau Rebecca Schüle und dem Herrn Ludger Schölz maßgeblich initiiert und durchgeführt. Beide aus Tübingen. Viele von Ihnen werden die zumindest vom Namen her kennen. Dazu eine ganze Reihe weiterer vornehmlich deutsche Autoren. Und der Untertitel sagt eigentlich schon das Ziel dieser Studie aus, also eine verlässliche und valide Methode, um den Krankheitsstatus in HSP-Patienten zu erfassen, war hier das Ziel dieser Forschung. Was wurde hier gemacht? Es wurden 13 Kriterien definiert, die vor dem Hintergrund einer HSP-Erkrankung Sinn machen. Wenn Sie sich das durchlesen, werden Sie das sehen. Denn das sind genau Kriterien, die mit dem Krankheitsverlauf immer mehr Probleme bereiten. Dementsprechend lässt sich jedes Kriterium von 0 bis 4 bewerten. 4 wäre ganz schlecht, 0 wäre keine Probleme. Wenn man das alles aufsummiert, ergibt sich ein maximaler Score von 52, eben maximal 4 Punkte für 13 Kriterien. Und Sie sehen, dass das sieht jetzt gar nicht so sehr wissenschaftlich aus. Das sind relativ einfach formulierte Kriterien, aber genau das war auch der Sinn, denn es sollte ermöglicht werden, einem ganz normalen Hausarzt, der jetzt kein HSP-Experte ist, oder einem zumindest einem normalen Neurologen, relativ einfach und schnell und ohne großes Vorwissen den Krankheitsstatus in HSP-Patienten zu erfassen. Was kann man mit so einem Score machen? Eine ganze Menge. Man muss auch sagen, dieser Score ist in der wissenschaftlichen Welt sehr gut aufgenommen worden, findet in vielen Studien Anwendung. Hier mal eine Anwendung, die direkt aus dieser Originalarbeit stammt. Auf der Y-Achse, also hier dieser Score aufgetragen. Auf der X-Achse die Erkrankungsdauer in verschiedenen HSP-Patienten. Jeder Punkt bezeichnet einen bestimmten Patienten. Und was man hier ganz grob sieht, ist, dass
je länger die Erkrankungsdauer ist, umso höher ist der Score. Sie werden jetzt sagen, das ist nicht überraschend, aber soll es auch nicht sein, denn genau das war ja das Ziel, eine Messmöglichkeit zu ergeben, die eben den Erkrankungsstatus bei einer immer schlimmer werdenden Erkrankung verlässlich erfasst. Also das war so eine Art Proof-of-Principle-Untersuchung, denn genau das musste so ein Score natürlich leisten können, dass er höher wird, je länger ein Patient krank ist. Und das ist ja auch ganz gut gelungen. Und wie gesagt, seit über 10 Jahren dieses Forschungsergebnis sehr gut aufgenommen und findet viel Anwendung in der wissenschaftlichen Welt. Damit möchte ich dieses Forschungsfeld, diese sogenannte Symptomatik, auch schon wieder beschließen, möchte aber ganz kurz noch ein paar Überlegungen, das, was ich jetzt zu jedem Forschungsfeld machen werde. Wird sich aus dieser Art Forschung, werden sich da Therapiemöglichkeiten ergeben? Ich denke eher nicht. Natürlich ist das alles wichtig und auch die Beschreibung der Symptome sehr wichtig, aber direkt Therapieideen werden sich hier wahrscheinlich nicht ergeben. Kommen wir zum zweiten Forschungsfeld. Das könnte man ganz grob mit Pathologie, Bildgebung, Elektrophysiologie beschreiben. Wie gesagt, dieses Forschungsfeld beschäftigt sich mit den Nervenzellen. Hier mal ganz kurz einige Originalforschungsdaten, damit Sie wissen, was man hier so untersucht bzw. sieht. Das hier ist von einer Autopsie, das Rückenmark im Querschnitt geschnitten und dann angefärbt. Und was man in HSP-Patienten in der Regel findet, sind ganz bestimmte Bereiche, in denen ganz bestimmte Nervenzellausläufer verlaufen. Die sehen anders aus als in gesunden Patienten. In der Regel fehlen dort diese Nervenzellausläufer, sie sind weniger oder sie sind groß und geschwollen. In jedem Fall aber unnormal. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger, primärer Forschungsbefund, dass es sich eben um eine Nervenzellerkrankung handelt. Hier eine modernere Methode, die MRT. Hier ein Bild vom Gehirn. Das ist also ein Kopf im Querschnitt. Und Experten können anhand solcher Bilder detaillierte Informationen dazu erlangen, welche Nervenzellen denn vielleicht zusätzlich zu den betroffenen Ausläufern im Gehirn auch noch von einer Degeneration betroffen sind. Bei den sogenannten reinen HSPs, also wo auch die häufige Form SPG4 dazu zählt, findet man in der Regel keine Nervenzellen im Gehirn betroffen. Also diese Untersuchungen sind eher relevant für viele der rezessiven, eher seltenen, aber auch komplizierten HSP-Erkrankungen. Schlussendlich kann man Nervenzellfunktion auch elektrophysiologisch untersuchen. Möglicherweise sind solche Untersuchungen auch mit Ihnen selber schon durchgeführt worden. Es geht hier prinzipiell darum, einen Strom durch Körperteile fließen zu lassen und damit indirekt die Funktionalität der Nervenfasern, die diese beiden Stellen verbinden, zu untersuchen. Auch daraus lassen sich Aussagen über Nervenzellfunktionen machen, beziehungsweise über Nervenzelldefekte. Und auch das fällt in dieses Forschungsfeld. Bestimmte Nervenzell- bzw. Nervenzellausläufer näher zu charakterisieren. Das soll es aber auch schon zu diesem Gebiet gewesen sein. Wie gesagt, bearbeitet durch Pathologen und Neurologen. Und auch hier muss man ganz ehrlich sagen, das sind ganz wichtige Informationen, um zu verstehen, was, welche Zellen betroffen sind. Aber direkte therapeutische Konsequenzen sind auch von dieser Abforschung nicht zu erwarten. Das soll aber, wie gesagt, diese Forschung nicht diskreditieren. Ich möchte das nur hier so darstellen. Kommen wir also zu dem dritten sehr großen, eigentlich momentan würde ich fast sagen, zumindest in den letzten Jahren, dem größten Forschungsfeld, was man mit Genetik bzw. DNA-Diagnostik grob umreißen könnte. Wie gesagt, von Genetikern bearbeitet und Ziel ist die Aufdeckung der Defekte, die zu HSP führen.
Auch hier mal eine Beispielveröffentlichung bzw. das Titelblatt einer solchen Veröffentlichung aus dem Jahre 1999, mittlerweile also 18 Jahre her, von damals hauptsächlich französischen Kollegen beschrieben, dass das Spastin-Gen mutiert ist in der häufigsten Form SPG4. Damals ein sehr, sehr viel beachteter Befund, sehr hochrangig publiziert. Hochrangigkeit steht in der Wissenschaft immer für Bedeutung einer Entdeckung. Das war also hier wirklich als sehr bedeutende Entdeckung wahrgenommen worden. Wie Sie aber alle sicher wissen, ist HSP nicht nur von Spastin-Mutationen verursacht. Mittlerweile sind über 80 HSP-Gene bekannt. Diese Listen hier sollen Sie nicht lesen können. Soll einfach verdeutlichen, wie genetisch heterogen diese Erkrankung ist. Das ist, glaube ich, hier eine Kopie aus Wikipedia, wo das alles ziemlich aktuell gehalten wird. Also, dieser Ursprungsbefund ist noch um die 80 Mal seitdem eben für andere Gene veröffentlicht worden. Also hier steckt sehr, sehr viel Forschung dahinter. Und auch wir in Jena konnten eine Form, die SPG57, beitragen, ist allerdings eine sehr, sehr seltene. Es sind, glaube ich, momentan 5 Familien weltweit erst beschrieben, aber eben eine aus diesem großen Spektrum der genetisch heterogenen HSP-Erkrankungen. So, das soll es auch zu diesem Forschungsfeld Defekte im Erbgut gewesen sein. Hier ein Zeichen unter die Therapie zu machen, ist mir ein bisschen schwer gefallen. Man muss ehrlich sagen, momentan ergeben sich hier noch keine Therapieansätze. Ich habe mich am Ende dafür entschieden, ein Fragezeichen zu machen, da gerade alle Arbeiten mit DNA bzw. Erbgut, das sind solche rasanten und teils unerwarteten Fortschritte in den letzten Jahren gemacht worden, dass ich denke, hier werden sich bald direkt Ansätze für Therapie ergeben. Sie kennen die CRISPR-Cas-Methode. Ich glaube, das ist bei Ihnen ja auch schon in einem Seminar mal vorgestellt worden. Momentan aus vielen praktischen Gründen noch nicht einsetzbar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann überwunden sein wird, sodass man direkt aufbauend auf einen bekannten Defekt im Erbgut vielleicht therapeutische Ansätze machen kann. So, das waren also 3 große Forschungsfelder, die man hier nochmal ein bisschen anders darstellen kann, sozusagen im Ursache-Wirkungsprinzip. Also es gibt Defekte im Erbgut, deswegen gehen die Nervenzellen bzw. Nervenzellausläufer kaputt, was wiederum zu den hinlänglich bekannten Symptomen führt. Man muss nun sagen, die Ursache-Wirkung von eine bestimmte Nervenzelle funktioniert nicht mehr, beziehungsweise ein bestimmter Nervenzellausläufer ist defekt, hinzu, das führt zu einem ganz bestimmten Symptom, eben der Spastik der Beine bei der HSP. Das ist alles sehr gut verstanden. Was nicht verstanden ist, ist, warum ein bestimmter Defekt im Erbgut, teils nur der Austausch eines einzigen unter 3 Milliarden Buchstaben, dazu führt, dass ganz bestimmte Nervenzellen zugrunde gehen, beziehungsweise ganz bestimmte Nervenzellfortsätze. Und dieses Fragezeichen, wir wissen wirklich nicht viel hier, definiert ein ganz großes 4. Forschungsgebiet. Wenn man dieses Gebiet, also Defekte im Erbgut nennt, dieses Erforschung der betroffenen Nervenzellen, könnte man hier dieses Feld definieren als das Benennen der zellulären Strukturen bzw. Prozesse, die letztlich den Defekt im Erbgut in die Nervenzelldegeneration übersetzen. Es gibt keinen eigenen Namen für sowas. Also man sagt immer mal, das ist die sogenannte funktionelle Forschung. Da kann man sich nur aber auch nicht so sehr viel vorstellen. Ich möchte es hier mal bezeichnen, damit die Kausalketten aufzudecken. Also wirklich, was ist der primäre Effekt dieses falschen Buchstabens hier, wozu führt das dann, wozu führt das im nächsten Schritt, um dann am Ende wirklich zu sagen, okay, das verursacht das, das nächste verursacht das und am Ende verursacht das
die Degeneration der Nervenzelle. Wer beschäftigt sich mit entsprechenden Forschungsfragen? Das ist sehr divers. Das sind Zellbiologen, Biochemiker, Ärzte, Physiker. Ich selber bin Naturwissenschaftler, bin Biologe und ja, bin hier in diese Forschung mit reingerutscht, finde das sehr interessant und arbeite entsprechend mit ganz vielen anderen Wissenschaftlern aus vielen verschiedenen Feldern hier auch zusammen. Wenn ich hier also von Defekten in bestimmten Strukturen bzw. Prozessen spreche, was heißt das konkret? Also was möchte man da am Ende definieren? Das wäre hier mal eine Nervenzelle strukturell. Sie sehen, alles sehr kompliziert. Von außen gibt es also ganz grob hier diesen Zellkörper, dann diesen langen Fortsatz, das Axon, was eben in HSP nicht mehr funktioniert bzw. geschädigt ist. Dann gibt es viele kleinere Fortsätze, die sogenannten Dendriten. In der Zelle gibt es viele, viele sogenannte Organellen, also den Zellkern, dieses ER, das sogenannte endoplasmatische Retikulum, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Es gibt hier viele Zellskelettbestandteile, hier als Mikrotubuli mal dargestellt. Im Axon finden sich auch viele dieser Organellen, auch wieder diese Mikrotubuli. Und ja, die Zielsetzung ist nun, welcher dieser Strukturen ist möglicherweise nicht funktionsfähig bei HSP, bei bestimmten Funktionen von HSP. Und entsprechend fokussiert sind Forschungsansätze, die das beantworten müssen. Wir hatten von Strukturen auf der einen Seite gesprochen, von Prozessen auf der anderen Seite. Hier mal ein Prozess, der vielleicht noch aus der Schule bekannt ist, der sogenannte Zitratzyklus. Stoffwechselprozess, selber schon an sich relativ komplex, aber wieder nur eingebettet in eine Reihe weiterer Stoffwechselvorgänge. Alles sehr kompliziert. Aber genau das möchte ich Ihnen verdeutlichen, wie groß die potenzielle Liste an Fehlfunktionen hier sein kann. Also möglicherweise ist einer dieser vielen kleinen Prozesse hier in HSP, in bestimmten HSP-Formen defekt. Und diese Kausalkettenforschung möchte nun diesen potenziellen Defekt vielleicht aufdecken. Wie schon erwähnt, wir haben es mittlerweile mit über 80 HSP-Formen zu tun, sehr wahrscheinlich am Ende weit über 100. Bedeutet das nun, dass man diese Forschung für jede einzelne Form separat machen muss? Ich denke, am Anfang erstmal muss man die Frage mit Ja beantworten. Und das wird auch momentan gemacht. Es werden also Formen individuell erforscht. Natürlich ist trotzdem dahinter die Hoffnung oder die Hypothese, ich denke, das wird sich auch als richtig herausstellen, dass immer einige Formen über denselben Mechanismus wirken. Trotzdem muss man alle Erkrankungen, alle genetischen Formen erst einmal als separate Erkrankung betrachten. Auch das ist was, eine Erkenntnis, die uns unter anderem eben das Forschungsfeld Genetik gelehrt hat, was so sicher vor 10 Jahren noch niemand erwartet hatte. Was für Forschung in diesem Kausalkettenfeld läuft bzw. gelaufen ist, möchte ich Ihnen gerne an dem Beispiel des Spastiens etwas erläutern. Die erste Veröffentlichung, die in dieses Feld fällt, ist, stammt aus dem Jahre 2002 von der Frau Rugali, auch eine sehr hoch angesehene HSP-Forscherin, früher in Italien tätig, mittlerweile in Köln. Die Arbeitsgruppe um Frau Professor Rugali hat herausgefunden, dass Spastin ein Mikrotubuli-Zerschneider ist, also ein Enzym, was dieses Zellskelett, diese Tubuli-Röhrchen, zerschneiden kann. Ein ganz wichtiger Befund und auch sofort ja offensichtlich, dass es sich hier um einen sehr interessanten, um einen sehr relevanten Befund handeln könnte, denn die Mikrotubuli sind Bestandteile des Axons, sie stabilisieren es sozusagen. Damit das nicht ganz so trocken bleibt, hier mal zwei
Bilder, was man da wirklich eigentlich erforscht und sieht, also wie das sich dem Wissenschaftler täglich so präsentiert. Das wäre hier ein Bild einer Zelle, in der die Mikrotubuli mal angefärbt sind. Hier das Blaue ist der Zellkern, rundherum der Rest der Zelle. Und man sieht, das ist ein schönes Gerüst, ein Netzwerk, eben das, was man einem Zellskelett ja zutrauen würde, wie es aussieht. Also das zieht sich durch die gesamte Zelle, stabilisiert das und es sind diese kleinen Tubuli, fadenförmigen Strukturen. Das hier eine Vergrößerung vielleicht 40- oder 60-fach. Hier die sogenannte Elektronenmikroskopie, wo sich hier wahrscheinlich um eine 3000-fache Vergrößerung handelt, wo man noch besser erkennt, wie so ein Mikrotubulus aussieht. Ja, also hier, es ist nicht einfach nur ein Faden, sondern der ist auch wieder aus verschiedenen Sachen aufgebaut. Das aber nur mal als Beispiel, was man als Wissenschaftler da so wirklich vorm Auge hat. Jetzt aber wieder zum Konzept zurück. Alleine also, es schien damit, nicht nur schien, das war ein großer Fortschritt. Man wusste also, der Defekt ist im Spastin-Gen. Deswegen ist das Spastin-Protein mutiert. Da es sich hier um einen Mikrotubuli-Zerschneider handelt, ist die Konsequenz wahrscheinlich, dass man ungeschnittene Mikrotubuli in der Zelle hat. Aber auch damit ist ja noch nicht klar, warum geht die Nervenzelle kaputt. Blieben also noch weitere Fragezeichen. Und ja, die Hypothese, um diese Fragezeichen weiter auszufüllen mit Informationen, war eben logischerweise, man hat die normale Spastinmenge, man kann schön Mikrotubuli zerschneiden. In HSP-Patienten fehlt jede zweite Schere. Es bleiben also solche langen Mikrotubuli Stückchen übrig, die nicht geschnitten werden können. Und da die Hauptaufgabe der Mikrotubuli oder eine der Hauptaufgaben der Transport verschiedener Zellsubstanzen ist, also diese Mikrotubuli wirken wie Straßen in der Zelle, war es naheliegend mal zu schauen, was ist denn mit den verschiedenen Teilen, die normalerweise von Mikrotubuli transportiert werden in HSP-Patienten. Das ist dementsprechend eine Publikation nur ein Jahr später, aus 2003. Und hier freie Übersetzung der Überschrift, dass tatsächlich als Folge von Spastinmutationen der intrazelluläre Transport gestört ist. Man hatte also ein weiteres Fragezeichen eliminieren können. Jetzt also wirklich schon mutiertes Spastin. Mikrotubuli werden nicht mehr so gut geschnitten. Der Transport ist gestört. Und was auch schon in dieser Publikation beobachtet wurde, es ist der Transport von Mitochondrien gestört und der Transport der sogenannten Peroxisomen. Beides hat am Anfang eigentlich Sinn gemacht, wenn man sich überlegt, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Die versorgen die Zelle mit Energie. Wenn die also nicht mehr ordentlich transportiert werden, habe ich an bestimmten Stellen vielleicht nicht genug Energie zur Verfügung, vielleicht hier am Ende des Zellausläufers, so dass der dann eben verkümmert als Konsequenz. Das wäre eine schöne schlüssige Hypothese. Allerdings hat auch der Befund mit den Peroxisomen für sich allein genommen logisch. Peroxisomen sind Zellorganellen, die dafür sorgen, dass bestimmte Zellgifte, sogenannte reaktive Sauerstoffverbindungen, eliminiert werden. Auch hier konnte man sich vorstellen, okay, wenn die Peroxisomen nicht mehr ordentlich transportiert werden, kommt es an manchen Stellen dazu, dass diese schädlichen Verbindungen weiter in der Zelle da sind, nicht mehr eliminiert werden. Sie schädigen also vielleicht an diesen Stellen, also vielleicht im Axon, die Zelle, wodurch das Axon verkümmert. Waren zwei erst einmal konkurrierende Hypothesen, die aber prinzipiell eine schöne Erklärung des Ganzen ergeben hätten. So, nun wurde es mit der Zeit aber immer komplizierter. Neue Befunde, das war dann an den ersten Spastinmäusen, haben gezeigt, dass die
Nervenzellfortsätze, die zugrunde gehen, zuerst einmal anschwellen. Das war eine strukturelle Beobachtung erstmal, aber natürlich auch eine sehr schöne, eher physikalische Erklärung. Okay, wenn hier was anschwellt, ja, dann platzt es vielleicht oder geht kaputt. Also auch das könnte hier die Kausalkette schön vervollständigen. Weitere Studien konnten dann zeigen, dass schon die Bildung der Nervenzellfortsätze bei mutiertem Spastin beeinträchtigt ist. Auch das theoretisch eine Erklärung. Okay, es ist vielleicht am Ende doch schon, läuft von vornherein bei der Ausbildung schon was schief. Es ist also nicht irgendwie, dass Energie fehlt, dass schädliche Substanzen einen funktionierenden Ausläufer schädigen, sondern der ist von vornherein schon nicht ordentlich gebildet und deswegen vielleicht von Anfang an schon geschädigt. Weitere Studien zeigten dann immer mehr potenziell beeinträchtigte Prozesse bzw. Strukturen. Eine ganz viel beachtete Arbeit aus 2010 schlug vor, dass es primär das endoplasmatische Retikulum, also eine andere Zellorganelle ist, die hier falsch strukturiert ist. Also das ist ein sehr komplexes Netzwerk, wieder aus Röhren, aber nicht Mikrotubuli-Röhren, sondern aus Membranröhren. Dass also diese Röhren hier falsch gebildet werden und das am Ende die eigentliche Ursache ist für die Nervenzelldegeneration. Weiterhin wurde gefunden, dass Fetttröpfchen, das ist auch wieder eine Lipid Droplets in England, in Englisch, die Übersetzung Fetttröpfchen klingt ein bisschen nicht sehr wissenschaftlich, ich denke aber, das ist das, was im Deutschen dafür benutzt wird. Also, dass diese Fetttröpfchen unnormal gebildet werden. Das war wieder ein Befund der Arbeitsgruppe Rugali, auch sehr hochrangig publiziert, also hat viel Beachtung gefunden. Auch das wäre eine Erklärung. Fetttröpfchen sind am Ende die Lieferer der Substanzen, aus denen Energie gewonnen wird. Vielleicht sind es also diese Fetttröpfchen, die ja nicht funktionell sind, damit am Ende doch ein Energieproblem, aber nicht durch Mitochondrien verursacht, sondern durch Fetttröpfchen. Eine weitere amerikanische Arbeitsgruppe verfolgt sogar die Hypothese, dass es gar nichts mit der mit der Funktion von Spastin zu tun hat, beziehungsweise mit der Fehlfunktion von Spastin, sondern dass es schon von vornherein das Problem ist, dass das mutierte Spastin verklumpt in der Zelle und dass diese Spastinklumpen die Degeneration verursachen. Auch auf den ersten Blick eine schlüssige Hypothese. Das Problem ist nur, dass wir jetzt so viele miteinander konkurrierende Hypothesen haben für Spastin. Möchte ich ganz kurz abschweifen auf das SPG31, wie Sie vielleicht wissen, eine viel seltener als SPG4, aber trotzdem eine der relativ häufigeren Formen. Hier ergibt sich ein ähnliches Bild am Ende. Das ist die erste Publikation. Dort wurde gesagt, das ist ein Protein, was in den Mitochondrien eine Funktion hat. Danach wurde gezeigt, dass es auch in den Mikrotubuli und in dem endoplasmatischen Retikulum eine Funktion hat. Das ist eine Publikation von uns. Wir konnten das an einem Tiermodell, an einer Maus zeigen, dass hier tatsächlich man eine Fehlstruktur des ER, des endoplasmatischen Retikulums, findet. Auch von uns primär gefunden, dass dieses in SPG31 mutierte Protein auch wieder in die Biologie der Fetttröpfchen involviert ist. Noch eine spätere Publikation behauptet dann, ja, die wichtige Funktion ist an den Kontaktstellen zwischen endoplasmatischem Retikulum und Mitochondrien. Der aktuellste Artikel dazu sagt wieder, oh, womöglich ist diese Fetttröpfchenfunktion doch die entscheidende. So dass auch für das SPG31 momentan sehr, sehr viele Strukturen in der Diskussion sind, die hier die Kausalkette zwischen Mutation, also Defekt im Erbgut, und Nervenzelldegeneration vermitteln. Und da haben wir über die Prozesse noch gar nicht
gesprochen. Das sind erstmal rein diese strukturellen Befunde. Statt diesem relativ einfachen Bild, was man am Anfang sich dachte, okay, wir übersetzen das jetzt Schritt für Schritt und gucken die Konsequenzen an, um dann hier einen Prozess bzw. Struktur zu definieren, die sich gut für Therapie eignen würde, sieht es eher so aus, wie die Pfeile eben zeigen sollten. Es scheint also viele potenzielle Funktionen, Primärfunktionen, Sekundärfunktionen, Konsequenzen zu geben, die diesen Weg vom Erbgutdefekt zur Nervenzelldegeneration vermitteln können, potenziell. Und ich bin von der Kleinsorge auf die australische Forschung angesprochen worden. Dort ist ja momentan schon von Therapie die Rede, also von Therapie, die sich aus solcher Kausalkettenforschung ergibt. Und wir haben auch tatsächlich dort nachgefragt, um uns das nochmal erläutern zu lassen, haben auch eine ganz nette Antwort gekriegt, die wir auch hier im Forum, ich denke über Herrn Kleinsorge am Ende, zur Verfügung stellen, was uns die Forscher dort erläutert haben. Nur zur Einordnung, dort geht es um Spastin. Es wird diese Mikrotubuli-Zerschneidefunktion für die entscheidende gehalten. Als Sekundärkonsequenz wird für entscheidend gehalten, dass der Peroxisomentransport gestört ist und dass das am Ende über diese schädlichen reaktiven Sauerstoffmoleküle die Nervenzelle degenerieren lässt. Entsprechend ist der therapeutische Ansatz oder der gegensteuernde Ansatz erst einmal die Mikrotubuli-Stabilität durch bestimmte Substanzen zu beeinflussen, um damit eben den Peroxisomentransport wiederherzustellen. Die Hoffnung ist, dass man damit auch die Nervenzellverkümmerung verhindern kann. Dieser grüne Pfeil hier ist dieser Ansatz. Ich möchte ihn aber hoffe, dass ich deutlich gemacht habe, dass es daneben viele potenzielle andere Kausalketten gibt. Und das, denke ich, aus meiner Sicht momentan nicht klar ist, ob das hier wirklich der richtige ist. Es ist für mich einer von vielen. Natürlich muss er ausprobiert werden. Genau das machen die australischen Forscher jetzt. Und ja, das ist im Moment ein bisschen das Dilemma, dass es so viel potenzielle Verbindungen gibt. Weil das so viel, also für die Wissenschaftler ist das in einer Hinsicht auch wieder gut bzw. interessant. Es gibt also viel zu tun, viel zu lernen. Hier mal ganz grob und jetzt nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, wo wird überall solche Art Forschung gemacht? Das ist natürlich in Nordamerika, USA, Kanada der Fall, in England sehr viel, in Skandinavien, im Rest von Europa auch viel und eben diese australischen Initiativen. Das mag gar nicht so viel aussehen, aber zumindest hier in Jena ist das der Fall in den letzten Jahren, weil das ein so interessantes Gebiet ist insgesamt, ist aus dem einen Institut, aus unserem Institut, was sich ursprünglich damit befasst hat, ein ganzes Netzwerk entstanden. Ja, auch andere Institute, andere Einrichtungen, nicht nur universitäre, gehen jetzt verwandten Fragestellungen nach, beziehungsweise arbeiten hier zusammen. Ja, das soll Ihnen nur mal verdeutlichen, dass ja hier viel Zusammenarbeit passiert und auch nötig ist. Wir haben jetzt also sehr viel über dieses ganz große vierte Forschungsfeld besprochen. Und ich denke immer noch, das ist am Ende die ausrichtsreichste Art und Weise, um eine Therapie zu erlangen. Also ganz grob nochmal, wenn die Frage beantwortet ist, welche Struktur bzw. welcher Prozess ist am Ende der entscheidende, ja, dessen Ausfall zu dieser Nervenzelldegeneration führt, dann hat man tatsächlich einen Therapieansatz, nämlich diesen Prozess wieder in Gang zu bringen bzw. diese Struktur zu stabilisieren. Ich denke also, Therapie wird sich doch am ehesten aus diesem Forschungsfeld ergeben. Ich möchte aber ganz kurz am Schluss nochmal auf das hier eingehen.
also auf die Genreparatur, auf die Reparatur des Erbgutes. Denn das ist ein Ansatz, den wir in Jena jetzt aktuell planen, verfolgen wollen. Beziehungsweise wollen wir rauskriegen, was kann dieser Ansatz prinzipiell überhaupt leisten? Also selbst wenn ich das Gen in der Nervenzelle repariere, kann ich damit die Symptomatik wieder rückgängig machen. Und dazu gehen wir folgendermaßen vor. Ich mache gleich mal das nächste Bild auf. Normalerweise in Mäusen, also Mäuse sind ja schöne Modelle, um solche Erkrankungen zu untersuchen, inaktiviert man ein Gen, indem man einen bestimmten Teil, einen entscheidenden Teil, einfach herausnimmt. Wenn ich also jetzt hier nicht mehr die Reihenfolge 1, 2, 3 habe, sondern 1, 3, ist das Gen inaktiviert. Das haben wir schon bei mittlerweile 4 oder 5 Mäusen gemacht, sehen auch, dass sie eine HSP-Erkrankung entwickeln. Was wir nun aber vorhaben, wir schneiden diesen entscheidenden Bereich nicht heraus, sondern drehen ihn einfach um und machen hier aber 2 ganz besondere Einheiten noch links und rechts daneben. Durch das Umdrehen ist das Gen inaktiviert. Diese beiden Einheiten ermöglichen aber, dass wir das Gen wieder aktivieren können, indem wir den entscheidenden Bereich nämlich wieder umdrehen. Jetzt haben wir also wieder die Reihenfolge 1, 2, 3. Das Gen ist also wieder aktiv. Und das Ganze, dieses Zurückdrehen des entscheidenden Bereiches, lässt sich über Nahrungsmittel, also über die Nahrung, initiieren. Wir haben also vor, dass wir die Mäuse erst einmal, das zeigt vielleicht das nächste Bild besser, was wollen wir also wirklich machen? Wir haben hier ein relativ komplexes Diagramm, was das zeigen soll. Wir haben also die Zeit, die schwarze Kurve ist die unbehandelte Maus. Die ist also eine Weile gesund, irgendwann setzt die Erkrankung ein und wird immer schlimmer. Wenn wir nun also kurz vorher dieses Gen wieder reparieren, was kann passieren? Am besten wäre natürlich die grüne Kurve, dass es überhaupt nie zu der Erkrankung kommt. Es kann aber auch sein, gelbe Kurve, dass wir den Erkrankungsbeginn herauszögern. Orange Kurve, es kann sein, dass die Krankheit zwar auch eintritt, aber langsamer verläuft, was aber auch möglich ist, dass wir gar keinen Effekt sehen. Weil vielleicht die Nervenzelle schon so geschädigt ist, dass wir es nicht mehr schaffen können, über Genreparatur dem Ganzen entgegenzuwirken. In einem zweiten Ansatz wollen wir an diesen Mäusen auch die sogenannte postsymptomatische Genreparatur, wenn wir also erst behandeln, wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist. Was können wir hier erreichen? Fangen wir wieder mit dem Besten an. Wir können erreichen, dass es wieder besser wird. Wir können erreichen, dass wir sie vielleicht anhalten, den Krankheitsverlauf anhalten. Wir können vielleicht nur ein temporäres Anhalten erreichen, einen langsameren Verlauf oder auch nichts. Kein Effekt. Das ist durch die Methode dieses Umdrehens genetischer Abschnitte nicht 1:1 auf den Menschen übertragbar. Es wird uns aber sehr viel Information, denken wir, geben, ja, die uns sagen können, was können wir denn von der Genreparatur unter anderem eben diesem CRISPR-Cas überhaupt erhoffen. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwo hier hinten landen bei grün oder zumindest gelb. Aber das wird sich zeigen, das wird ein großes und langes Projekt sein, was uns sicher die nächsten 3-4 Jahre beschäftigen wird. Wie gesagt, das Ganze an Mäusen und damit möchte ich eigentlich schließen, um Ihnen nochmal etwas praktischen Einblick in die Forschung zu geben. Das ist eine und dieselbe Maus im Alter von 4 Wochen und im Alter von 16 Wochen. Und Sie werden mir zustimmen, dass es ihr bei 4 Wochen sehr gut geht. Die läuft ganz normal. Man sieht nicht, dass sie irgendwelche Probleme hat, während das hier eine schwer kranke Maus im Alter von 16 Wochen ist. Sie sehen, wie bei HSP-Patienten, ausschließlich die Hinterbeine betroffen, völlig bewegungsunfähig, paralysiert. Das ist eine neue HSP-Maus, die wir jetzt kürzlich hier generiert haben, die gegenüber anderen Tieren den Vorteil hat, dass sie eben so schwer und zeitig krank wird. Und wir hoffen, dass an dieser Maus wir sehr viele neue Erkenntnisse zu diesen Kausalketten gewinnen können, aber eben auch zu diesen gentherapeutischen Ansätzen. Und damit möchte ich Ihnen danken, wer zugehört hat, und
ja, stehe über Herrn Kleinsorge für Rückfragen zur Verfügung. Ich möchte gleich dazu sagen, möglicherweise kann ich die nicht alle aus dem Stegreif so beantworten. Es ist aber schon abgesprochen mit Herrn Kleinsorge, dass es da auch teils schriftliche Antworten geben wird, die dann, ja, gehen mit HSP gerne zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Beetz, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren großartigen Vortrag. Ich glaube, Sie haben uns das breite Feld, in dem die HSP-Forschung für uns alle läuft, sehr eindrucksvoll und sehr eindeutig aufgezeigt. Ich bin mir ganz sicher, immer mehr HSPler werden auf diesem Weg erkennen, wie intensiv und wie großartig HSP-Forscher nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt aktiv sind, um für uns mittelfristig oder zumindest langfristig Lösungen für unsere Erkrankung zu finden. Herr Dr. Beetz hat gerade schon angesprochen, dass er Fragen in jedem Fall schriftlich beantworten wird. Wir haben ein paar Fragen bereits bekommen. Ich werde diese Fragen nun per E-Mail an Herrn Dr. Beetz senden und der Dr. Beetz wird sie auch gleich beantworten. Wir haben vereinbart, dass die Fragen, die ja sicherlich zum Teil relativ intensiv beantwortet werden müssen und vielleicht auch noch beim Herrn Dr. Beetz Zurückforschungen führen werden, dass wir diese Fragen nicht dauerhaft im YouTube nachher stehen lassen werden, sondern wir werden stattdessen die schriftlichen Antworten von Herrn Dr. Beetz einstellen. So, die ersten Fragen, wie gesagt, sind bei uns angekommen und ich habe sie jetzt per Knopfdruck an Herrn Dr. Beetz abgeschickt und ich übergebe wieder zurück an Herrn Dr. Beetz. Ich würde mir mal schnell die E-Mail anschauen und ausdrucken, ja? Bin ich ja, in zwei klar. Minuten zurück. Okay, also dann bin ich wieder dran, der Herr Dr. Beetz, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Dr. Beetz wird jetzt meine E-Mail gerade eben ausdrucken, damit er dann sauber und ordentlich die bisherigen Fragen beantworten kann. Wir haben bisher, ich habe es gar nicht mitgezählt, ich habe es eben immer einzeln kopiert, ich schaue mal gerade rein, bisher gesendet. Wir haben bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen bekommen und es ist hier wohl noch eine weitere Frage. Nein, das war nur noch eine Antwort von jemandem, der geschrieben hat, dass er im Vortrag erkannt hat, dass seine Frage möglicherweise schon beantwortet ist. Aber kein Problem, ihr könnt auch bitte jetzt noch jederzeit Fragen zum Thema stellen. Ja, und da kommt auch schon die nächste. Und auch die kopiere ich und werde sie gleich dem Herrn Dr. Beetz weiterschicken. Das ist eine kurze Frage. Ich glaube, die muss er sich nicht ausdrucken, sodass das der einfachste Weg dann sein könnte, die von Herrn Dr. Beetz beantwortet zu bekommen. Ich habe eines gemacht, ich habe bei allen, die uns E-Mails geschickt haben, den Komplettnamen immer rausgenommen und habe immer nur den Vornamen stehen lassen. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Ich weiß, dass manch einer immer wieder gesagt hat, ich möchte nicht mit Vornamen und Zunamen stehen, habe es deshalb konsequent so verändert. Ich bin mir sicher, ich habe da eure Zustimmung. So, und ich könnte im Hintergrund hören, dass der Herr Beetz in Jena wieder zu seinem Schreibtisch kommt und vermutlich, genau, und vermutlich uns auch wieder mithört. Ich habe, Herr Dr. Beetz, noch eine weitere Frage. Die schicke ich Ihnen gleich dann auch noch zu. Es ist aber eine sehr kurze Frage, sodass Sie da nichts Neues ausdrucken müssen. Aber damit übergebe ich jetzt wieder zurück an Sie, Herr Dr. Beetz.
Also, ich mache es mal der Reihe nach. Das erste ist eine Frage. Ich darf ja den Namen nennen, Herr Kleinsorge. Ja, ich habe es eben erklärt. Die Namen, die Fragen sind alle so verändert, dass dann, wenn der Vor- und Zuname angegeben war, immer nur der Vorname stehen geblieben ist, damit die Fragen alle gleich sind. Wir werden okay. Wir werden auch versuchen, die Fragen, oder lesen Sie die bitte vor. Wir können es auch versuchen, hier schriftlich mit einzustellen. Ich kann sie gerne vorlesen, ja. Die erste Frage ist von der Sylvia. Sie schreibt, danke dafür, dass Sie uns heute im Webinar Ihre Zeit schenken. Ich habe eben in unseren Seiten zu den HSP-Ambulanzen beim Förderverein nachgeschaut und konnte in Jena an Dr. Großkreuz finden. Wo muss ich mich denn melden, wenn ich in Ihre Sprechstunde kommen möchte? Also dazu muss ich ganz kurz ausführen, wie die Organisation hier ist. Der Herr Großkreuz ist ein Neurologe, der tatsächlich Patienten behandelt. Wir bzw. unsere Arbeitsgruppe ist an einem anderen Institut angesiedelt und wir sind rein auf die Forschung fokussiert. Also wir arbeiten mit Herrn Großkreuz gar nicht so sehr zusammen. Trotzdem ist natürlich für einen Patienten Herr Großkreuz der erste Ansprechpartner hier in der Gegend. Und schauen Sie bitte auf Uniklinikum Jena in der Klinik für Neurologie. Können Sie zu nur noch anrufen. Dort sollte es möglich sein, mit Herrn Kreuzkreuz einen Termin zu vereinbaren. Gegebenenfalls ist es natürlich aber auch immer kein Fehler, zu den wirklichen Experten, und ich denke, da sind die Leute in Tübingen zu nennen, Professor Schölz und Frau Rebecca Schüle. Wenn es um spezielle Sachen geht, findet man dort immer ein offenes Ohr. Aber natürlich, Herr Dr. Großkreuz ist vor Ort hier sicher der primär beste Ansprechpartner. Wie gesagt, Klinik für Neurologie, Uniklinikum Jena. Dann von der Annette. Sie schreibt, danke für Ihren Vortrag. Es ist gut, dass wir sehen, wie intensiv an der HSP gearbeitet wird. Und zitiert dann Professor Schölz im Text zum Projekt Pre-SPG4. zitiert ja einen ganzen Absatz. Am Ende ist die Frage, also Professor Schölz stellt den hofft, dass in 5 oder 10 Jahren ein Medikament verfügbar sein könnte. Annette schreibt dann, in meiner Familie hoffen wir alle, dass die 5 oder 10 Jahre die längste Zeit sind. Wie sehen Sie die Zeitspanne, in der aus den Forschungsarbeiten ein Medikament entsteht? Ich denke, das lässt sich seriös nicht wirklich mit Zahlen beantworten. Und ganz ehrlich, die 10 oder 12 Jahre, die ich hier in der Forschung schon tätig bin, ich bin jetzt im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, auch wie viele sicher, auch für die Patienten als allererst, dass es noch keinen solchen Fortschritt gegeben hat. Deswegen da in die Zukunft zu schauen, ist wie gesagt seriös, denke ich, nicht möglich. Wenn es dann ein Medikament gibt, sind, wie Ihnen auch sicher allen bekannt ist, viele klinische Studien, verschiedene Phasen nötig. Wie das genau zeitlich läuft, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist auch nochmal viele Jahre, so dass ich denke, die 5 oder 10 Jahre sind schon eher optimistisch. Und leider wird es viel eher auch nicht werden können, denke ich. Ich hoffe aber natürlich. Dann fragt die Marianne, wir werden in unserem Forum Gen mit HSP immer gut über die Zwischenergebnisse der australischen HSP-Forscher informiert. Diese Forschung wird ja von den australischen HSP-Erkrankten bezahlt. Es sollen dort ja nun in klinischen Tests Medikamente bei HSP geprüft werden. Können wir da in Deutschland mitmachen? Ich hatte schon kurz erwähnt, dass wir uns auch genau, weil wir wissen, dass viele ein Interesse an diesen australischen Forschungen haben, dass wir uns dort erkundigt haben im Vorfeld des Webinars, eine sehr nette Antwort bekommen haben, eine ganze Seite. Ich habe versucht, das mit ein bisschen Vereinfachungen für Sie zu übersetzen. Das weiß nicht, ob Herr Kleinsorge das schon vorgelegt hat. Wenn nicht, im Anschluss hier wird das auch auf alle Fälle verfügbar sein. Habe ich bisher noch nicht veröffentlicht, weil Sie ja erst noch abklären wollten, ob die deutsche Übersetzung von Professor McKay so akzeptiert wird. Und ja, das okay, habe ich inzwischen per E-Mail. Ja, und weil ich natürlich Ihrem Vortrag im Webinar heute mit so einer Veröffentlichung auch nicht vorgreifen wollte. Okay. Also die Antwort aus Australien ist,
sehr viel zum Hintergrund, leider nicht so viel zur klinischen Studie, denn das scheint dort von einem anderen Professor, von einer Frau, Carolyn Zhu, geleitet zu werden. Aber erwähnt wird auch, dass der Frank McKeown von der australischen HSP-Forschungsstiftung diese Studie managen wird. Was dort jetzt unter managen direkt zu verstehen ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das ist der richtige Ansprechpartner für Fragen zu Einschlusskriterien, Einschlussmöglichkeiten, zu Zeitplänen und so. Da würde ich Sie bitten, dann direkt dort nachzufragen. Also gern können wir das auch vielleicht mit Herrn Kleinsorge zusammen mal sammeln und als ein bisschen offiziellere Anfrage dann auch auf Englisch ordentlich formuliert. Können wir noch mal drüber reden, Herr Kleinsorge, ja? Also wir können das gerne machen. Die Sammlung ist sicherlich gut. Ich habe einen Vorteil, dass ich Kontakt zu Frank habe. Und Frank ist der Leiter der australischen HSP-Selbsthilfe. Und ich weiß, wie intensiv er seit Jahren in dem Thema drin ist. Und wenn wir dort gemeinsam die Fragen von unseren HSPlern, die uns heute zuhören und die auch das Video in den nächsten Wochen sich noch anschauen, wenn wir solche Fragen sammeln und gerne gemeinsam, Herr Dr. Beetz, mit Frank Kontakt aufnehmen, glaube ich, können wir da auch Schritte erreichen, mit denen wir vielleicht selbst in Deutschland an einer solchen Medikamentenstudie teilnehmen können. Ist aber eine Menge Hoffnung bei, gebe ich gerne zu. Wäre aber schön, wenn wir so etwas gemeinsam machen. Gerne, kann ich damit unterstützen. Dann gibt es zwei Fragen, die ziemlich ähnlich sind. Ich denke mal, dass sich das mit einer Antwort abhandeln lässt von Ulrich und von der Hedrich. Ulrich fragt, in welchem Land wird denn besonders intensiv an der HSP geforscht? Wie sind die Forscher in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt miteinander vernetzt? Nutzen Sie die Ergebnisse von anderen Teams für Ihre eigenen Arbeiten oder startet jeder immer wieder bei Null? Und ganz ähnlich formuliert es Hedwig, es ist schön, dass Sie die verschiedenen Forschungsfelder an unserer HSP aufgezeigt haben. Machen diese Forschungen nur die Forscher in Deutschland oder in allen Ländern? Wird das mehrfach gemacht oder sind solche Arbeiten zentralisiert? Also zentralisiert sind sie nicht. Es gibt also nicht einen übergeordneten Koordinator. Das würde sicher Sinn machen, ist aber praktisch, denke ich, nicht durchsetzbar. Es entscheidet also mehr oder weniger jeder selbst, woran er forscht. Aber natürlich startet man nicht bei Null, sondern baut auf anderen Ergebnissen auf. Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe der Wissenschaftler, das, was man selber findet, zu veröffentlichen. Also nicht irgendwo in der Schublade zu verschwinden zu lassen, wie das manchmal den Wissenschaftlern so im Elfenbeinturm vorgeworfen wird, sondern jedem zugänglich zu machen. Und eben damit natürlich auch anderen Wissenschaftlern, damit die darauf aufbauen können. Und natürlich ist da in einer Art und Weise eine Konkurrenz, die aber gar nicht mal schlecht gesehen werden muss, die das Ganze natürlich belebt und beschleunigt vor allem auch. Jeder will ja der Erste sein mit einem schönen, relevanten Ergebnis. Also es gibt die Konkurrenz, aber es gibt natürlich auch ganz viele Kollaborationen. Und da würde ich an dieser Stelle vielleicht gerne noch mal ein bisschen Werbung machen oder beziehungsweise positiv herausheben. Das HSP-Symposium, was einmal jährlich stattfindet, hauptsächlich organisiert und auch finanziert durch die Tom-Walich-Stiftung. Und das ist eine ganz tolle Sache, finde ich, die mittlerweile, glaube ich, zum 15. Mal stattfindet schon, wo wirklich, und das kann man mit Fug und Recht sagen, die weltweit führenden HSP-Forscher zusammenkommen, über ihre neuesten Ergebnisse berichten und sich natürlich in Pausen und beim Abendessen dann auch austauschen. Und da sind schon ganz, ganz viele neue Kollaborationen entstanden und am Ende auch Forschungsprojekte. Und ja, ich finde, das ist eine schöne Sache, dass es für so eine seltene Erkrankung doch so ein Ereignis gibt, was jährlich stattfindet und was wirklich immer wieder alle zusammenführt und alle auf den neuesten Stand bringt. Und also es ist mehr Zusammenarbeit als Konkurrenz, um das mal positiv zu formulieren. Dann darf ich da vielleicht gerade eben noch einen Hinweis mit eingeben. Ich hatte es in meinen einleitenden Worten schon erzählt. Herr Dr. Beetz, Sie sind ja einer derjenigen,
der ganz entscheidend immer wieder bei diesem Symposium tätig ist und sich sowohl um die Inhalte kümmert, wie auch um die Referenten kümmert. Auch in dem Zusammenhang sei Ihnen hier ein richtig großes Kompliment gemacht. Auch so zeigen Sie, dass die Forscher Sie weltweit kennen. Und nur deshalb, glaube ich, kommen die Forscher auch zum Symposium, weil sie wissen, sie werden dort mit kompetenten Personen aus Deutschland und aus anderen Ländern zusammengebracht und können so intensiv ihre ASP-Forschung vertiefen. Nochmal auch für diese Arbeit, die Sie für die Tom-Walik-Stiftung regelmäßig machen, ein herzliches Dankeschön und ein großes, großes Kompliment. Ja, vielen Dank, Herr Kleinsorge. Viel Arbeit ist es ehrlich gesagt nicht oder nicht mehr, dass tatsächlich in der Zwischenzeit so ist, wen wir dort anschreiben und als Redner einladen, empfindet das als Ehre und wir haben eigentlich kaum Absagen. Wer angeschrieben wird, der sagt in der Regel mit Freude zu, so dass das eine angenehme Arbeit ist, die nicht sehr viel Arbeit ist, sondern ja, das lässt sich mit Freude zusammenstellen und es hat eben inzwischen den Stellenwert erreicht, dass die Leute sehr, sehr gerne da hinkommen und auch wenn sie nicht als Redner eingeladen sind, immer wieder regelmäßig dort teilnehmen. Und das wird dieses Jahr am 31. März wieder stattfinden in Bochum diesmal. Dann fragt Tom, es ist durch Ihre Gedanken gut erkennbar geworden, wie vielschichtig die HSP ist. Gelernt habe ich, dass es mehr als 100 HSP-Gene geben wird. Bei der Vielzahl der Gene ist es doch überraschend, dass wir alle die gleiche Kernsymptomatik haben. Lässt sich die Forschung hier nicht zusammenfassen? Das ist eine gute und richtige Frage, die vor einigen wenigen Jahren, 10, 12, 15 Jahren so noch gar nicht zu stellen gewesen wäre, sondern jetzt erst wirklich Sinn macht. Denn ursprünglich ist man ja wegen der einheitlichen Kernsymptomatik davon ausgegangen, dass es nur ein Gen oder nur wenige Gene geben wird. Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich mit anderen Erkrankungen beschäftigen. Nehmen wir mal als Beispiel die Mukoviszidose. Eine Kernsymptomatik, ein Gen, was mutiert ist. Da ist HSP hier in der Hinsicht schon sehr besonders und wir sind immer noch in der Phase, wo wir überrascht sind, dass das so heterogen ist. Wie ich versucht habe auszuführen, muss man erstmal davon ausgehen, also muss man es erstmal als verschiedene Erkrankungen betrachten. Also das ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel gewesen. Früher gab es die HSP und jetzt gibt es eben die SPG1, die SPG2, die SPG3 und so weiter. Ich denke trotzdem im Sinne Ihrer Frage, das wird sich in Zukunft wieder vereinen. Man wird dann vielleicht von HSPs sprechen, wo die Mitochondrienfunktion entscheidend gestört ist und von HSPs, wo ein bestimmter Fettstoffwechselweg entscheidend gestört ist. Ich denke, das könnte eine neue Klassifikation sein, dass man eben wenige solche hoffentlich dann auch therapeutisch zugänglichen Gruppierungen hat. Also das wird in der Zukunft sehr wahrscheinlich wieder zusammengefasst werden. Und schlussendlich fragt Lothar noch, kann die Forschung schon sagen, ob es sich bei einer SPG4-Mutation um eine irreparable Zellschädigung handelt? Oder anders ausgedrückt, könnte eine eingeschränkte, vollständige Reparatur erfolgen? Ich denke, das ist genau der Ansatz, den wir momentan mit dieser Genreparatur, mit diesem Umdrehmechanismus untersuchen wollen. Wir können also nicht eine bestimmte SPG4-Variante wieder reparieren. Das kann vielleicht CRISPR-Cas in Zukunft mal. Wir können aber in unserem Modell dieses Reparieren nachspielen. Und genau das wollen wir rauskriegen. Ist das unumkehrbar? Der Defekt oder ist er umkehrbar? Oder lässt er sich stoppen? Das waren meine bunten Kurven, die ich da versucht habe auszuführen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage und ich hoffe, dass es gut ausgeht, dass also man hier zumindest eine teilweise Umkehr erreichen kann. Ja, das waren die Fragen, die mir hier vorliegen. Herr Kleinsorger, Sie hatten gesagt, eine gibt es noch.
Nein, das ist, ich hatte Ihnen die eine noch zugeschickt. Die war per E-Mail noch an Sie rausgegangen. Machen wir ganz einfach. Ich lese Ihnen die jetzt einfach vor. Ja. Da muss ich aber jetzt gerade eben gucken. Ich muss wieder in Gesendet rein. Zack. Jetzt muss ich bei mir hier ein bisschen rumklicken. Und ich. So, das ist eine Frage von Michaela. Lieber Herr Dr. Beetz, vielen Dank für Ihren Vortrag. Gibt es zur Unterscheidung von komplizierter und unkomplizierter Form irgendwelche diagnostischen Maßnahmen? Hintergrund ist, dass meine Tochter, 13 Jahre, eine Spontanmutation im Spast 1, im Spastgen Typ 4, Klammer auf, Austausch einer Aminosäure, hat und es erscheint so, dass es die komplizierte Form ist. Viele Grüße, Michaela. Also nochmal, Frage war eben Unterscheidung komplizierter und unkomplizierter Form. Gibt es da diagnostische Maßnahmen und das angepackt an dem SBG4? Denn SBG4 ist ja im Regelfall die reine Form. Genau. Die Frage ist jetzt ein bisschen vielschichtig. Also, wenn man jetzt von den rein genetischen Formen ausgeht, also SBG4 nimmt, sagt man in der Regel, wie Sie schon gesagt haben, Herr Kleinsorge, das ist die reine Form, also die unkomplizierte. Allerdings ist das bei der SBG4 und wie bei den meisten HSP-Formen das Spektrum doch sehr, sehr weit. Also, es gibt den typischen SBG4-Patienten, wo es die reine Form ist. Aber es gibt in beide Richtungen Abweichungen. Also es gibt Patienten, wo es tatsächlich sogar eine komplizierte Form werden kann. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Mutationsträger, die gar nicht erkranken. Also das Spektrum ist hier sehr, sehr weit. Und da bin ich nicht drauf eingegangen. Aber auch das ist wieder ein großes Forschungsfeld im Moment. Das würde eher wieder unter dieses genetische Forschungsfeld fallen. Rauszukriegen, warum ist denn dieses Fenster so breit. Manche erwischt es ganz schlimm, manche gar nicht, obwohl sie dieselbe Mutation haben. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass hier andere genetische Faktoren eine Rolle spielen. Und die rauszukriegen, beziehungsweise die Wirkung dieser anderen zu verstehen, wäre natürlich wieder aus therapeutischer Sicht sehr, sehr wünschenswert, das zu verstehen. Und entsprechend haben wir auch zwei Redner eingeladen, die sich ja, auf das diesjährige HSP-Symposium in Bochum, die sich genau mit der Frage beschäftigen. Allerdings an anderen Erkrankungen, die sind da schon ein bisschen weiter. Das ist einmal die Huntington-Erkrankung. Ja, da haben wir einen Redner aus USA und die Parkinson-Erkrankung. Da haben wir die Frau Christine Klein aus Lübeck. Beides aber neurodegenerative Erkrankungen, so dass wir uns erwarten von diesen Rednern doch viel zu lernen, wie wir die entsprechenden Konzepte, wo andere Erkrankungen schon weiter sind, auch auf HSP anwenden können. Dann darf Und ich. ja, ganz konkret, die komplizierte Form am Ende ist das natürlich wirklich eine klinische Definition. Also ein Arzt untersucht den bestimmten Patienten. Je nachdem, welche Symptome er vorfindet, ist es dann eben eine komplizierte Form. Und das scheint ja dann in dem Fall schon als kompliziert festgestellt zu sein. Man kann sich da leider nicht drauf berufen, es ist doch aber SBG4. Es ist dann eben das schlechte Ende des Spektrums, leider, was da anscheinend vorhanden ist. Ja, Herr Dr. Beetz, komme ich gerne nochmal auf diese letzte Frage zurück im Zusammenhang mit anderen Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Es ist erkennbar, dass auch das SBG4 ein relativ breites Spektrum hat. Also zwar im Regelfall die unkomplizierte, reine Form, manchmal aber wohl auch die komplizierte Form. Das kommt bei Rückfragen immer wieder raus. Ich fand es aber sehr gut, dass Sie gerade auch angesprochen haben, dass es extrem viele HSP-Patienten gibt. Man spricht von 15 bis 20% im Bereich der SBG4, die zwar eine Mutation in sich tragen, aber überhaupt keine Symptome zeigen.
Und die Leser unseres Forums, deshalb, Herr Dr. Beetz, spreche ich es kurz an, die Leser unseres Forums wissen, dass es seit ein paar Jahren ein Projekt in Tübingen gibt, was mit Kollegen in Island gemacht wird, bei dem solche Personen untersucht werden, bei denen in der Familie der eine die Mutation sehr früh zeigt, weil die Symptome sehr früh zeigt, und beim anderen kommen die Symptome eben sehr, sehr spät, zum Teil auch gar nicht. Da sind die Tübinger gemeinsam mit den Forschern aus Island dabei und suchen nach Lösungen. Und das, so haben wir es beschrieben in unserem Forum, sind die sogenannten Modifier-Gene, also andere Gene, die die HSP-Symptomatik zu modifizieren scheinen. Das bitte jetzt nur an Sie, Herr Dr. Beetz, als Info. Die Patienten, die sich in unserem Forum auskennen, sind dort über diese Thematik vom Grunde her informiert. Okay, ja, das ist schön, dass es da schon Ansätze gibt. Und die kann es natürlich auch nur von einer Gruppe wie Tübingen geben, die wirklich Kontakt zu ganz vielen Patienten haben. Denn das ist ja nicht getan mit, wir gucken mal den einen an und versus den anderen, sondern da muss man große Gruppen bilden. Und dadurch die viele Arbeit, die Tübingen da mit Patienten schon geleistet hat, gibt es da eben die ganzen Kontakte. Und ich bin mir sicher, dass die kompetent sind, so ein Projekt anzugehen und ja, gut zu beenden. Gut, Herr Dr. Beetz, weitere Fragen sind bei uns nicht eingegangen. Ich glaube, Sie haben aber erkannt, dass unsere HSPler Ihren Vortrag mit Interesse verfolgt haben und auch interessante Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Beetz, dass Sie sich die Mühe gegeben haben und den Sonntagvormittag, was ja nicht selbstverständlich ist, mit uns und bei uns verbracht haben, auch wenn Sie in Jena sitzen. Herzlichen Dank für Ihre Mühe und für Ihr Engagement, Herr Dr. Beetz. Vielen Dank. Ich danke auch nochmal und möchte sagen, dass es mir eine Freude ist und dass ich das bewundernswert finde, wie das Interesse da ist und natürlich auch, wie es einzelne Leute dann gibt, die das Ganze konkretisieren und auf die Beine stellen, wie der Herr Kleinsorge eben solche Sachen und der Herr Kehrberger. Und das bewundere ich und ja, deswegen war es mir eine Freude, das heute zu machen. Gut, dann nochmals herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank an alle HSPler, die heute mit dabei waren und aktiv mitgemacht haben. Ich wünsche jetzt noch gemeinsam mit Thilo einen richtig angenehmen und guten Sonntag. Ja, schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao. Tschüss.